Ja, ach Mensch, jo, ne? Minearbeit.de, Vorbudler hier, ne? Ihr da, ich hier. Ich buddel vor, ihr buddelt nach. So ungefähr. Was mache ich denn hier überhaupt? Ich habe gesehen, hier habe ich noch die Lampe vergessen. Ich brauche also ein Stück Glas und ich habe hier auch die Falltür, ne? Die habe ich Etage runtergebaut. Damit der Raum oben doch eher noch so ein bisschen so VIP-Bereich bleibt und da nicht jedermann so einfach reinklettern kann. Schön, das ist toll hier, einfach so Schalter vor, dann rennst du da hin und dann gehst du direkt auf der Treppe. Das ist eine sehr schöne Sache. Habe ich festgestellt. Ne? Kohle haben wir da unten reingelegt. Haben wir eigentlich noch genug Holz und so? Müssen wir, ja, eigentlich haben wir das noch. Ne? Immer fällen ja ab und zu immer mal wieder ein Baum. Brauche ich ein paar Stangen. Mache ich das mal alles kaputt. Und dann hauen wir erstmal wieder richtig so 60. 60 Fackeln. Na, was habe ich denn gerade noch gesagt? Jetzt wollte ich auch mal ein paar hier von den, ein paar von diesen, Dingern hier bauen. Ja, die Halbsteine. Was brauchen wir denn da so? 12. 15 sollte reichen. Ja, komm, machen wir doch noch ein paar. Brauchen wir ja eh irgendwann mal wieder. Das geht ja nicht verloren, das Material, ne? Ach, schön ist das. Da haben wir sogar auch noch zwei Sachen. Glas muss ich noch mitnehmen für die Lampe. Schönstein habe ich dabei. Ja, habe ich dabei. Gut, dann renne ich mal wieder nach oben bis zur oberen Etage. Durch die Falltür. Und noch eine Treppe nach oben. Und dann sind wir wieder an der Kuschelecke. Hier baue ich jetzt. Hier bauen hier eine schöne Treppe. Treppe? Wieso Treppe? Hier bauen wir gar keine Treppe. Hier wird das ein bisschen repariert. Hier habe ich das eben auch gemacht mit diesem indirekten Licht, ne? Ah, da muss dann hier oben noch wieder ein Schönstein drüber. Und dann baue ich da noch eine Scheibe ein. Und dann ist das alles wunderschön. Zack. Haha. Gut, ist das auch erledigt? Ja, auf Kuschelecke muss ich mir mal einfallen lassen. Jetzt, ich habe vielleicht diese Wand hier noch in dieser Höhe noch voll machen oder so. Oder stufenweise hier bis so. Irgendwie keine Ahnung. Ne? Ach ja, und ich wollte ausprobieren. Man muss dazu immer noch die Hacke nehmen, um Holzslabs hier zu zerschlagen. Sonst gehen die verloren, wenn er das eigentlich eine Axt nimmt, was man nehmen müsste. Ja. Habe ich ausführlich so gesprochen über die Bugs und sonst was. Ja, jetzt haue ich da mal hier noch sowas vor. Auch nicht zu dick, sondern so über Kante. Ich finde, das sieht noch immer noch besser aus als das Holz irgendwie. Das passt mir hier so rein. Wenn wir hier noch Bilder hinhängen, vielleicht noch so ein bisschen Birkenholz da hinten in die Ecke oder so. Oder auch hier nochmal so einen einzeln stehenden Pfosten, Herzchen. Sowas könnte ich mir vorstellen, oder langsam so ein bisschen Atmosphäre reinbekommen. Ich brauchte die halb. Ach, die brauchte ich ja eh hier alle. Für die. Ah ne, die Treppe draußen baue ich, um Gottes Willen. Ja. Die Treppe draußen baue ich ja aus. Hier, aus Koppelstein. So, das wäre ja jetzt nichts gewesen. Da so eine Außentreppe. Gefährlich ist das hier allerdings noch. Ich meine, später werden wir es hier ordentlich beleuchten und natürlich auch absichern. Dann sollte da eigentlich nichts mehr passieren. Eben noch einen Sicherheitsblick. So, dann haben wir hier noch. Das kommt weg. Ach, das ist ja doof. Das ist ja doof. Jetzt bin ich ja genau hinter der. Ach, ist das wieder blöde jetzt. Das passt überhaupt nicht gut. Was ist denn das für? Das ist die erste Lampe, ne? Ja, da müssen wir die eben anders machen. Da kommt hier irgendwie eine Säule hin oder so. Das ist, Außentreppe ist jetzt einfach, dass die gut funktioniert, ist irgendwie wichtiger. Könnte jetzt auch eine normale Stufe jetzt hier reinhauen. Das könnte vielleicht auch funktionieren.
Ja, aber haben wir das schon mal gemacht? Habe ich welche dabei? Ich probiere das mal aus, wie es aussieht. Das ist vielleicht mal was so, ne? Hat nicht jeder, möchte ich mal meinen. So. Guck mal. Das ist schon praktisch, wenn man eine Werkbank in der Nähe hat. Dann kloppe ich die hier mal drauf. Ist doch super. Kann man doch auch so machen. Das ist doch mal irgendwie ein bisschen. Pass auf, jetzt hier wieder so einen normalen. Aber jetzt bin ich da drüber, ne? Aber das macht ja nichts. Das macht ja nichts. Sieht man nur, dass das. Ja, komm, jetzt werden wir nicht. Jetzt werden wir schon ein bisschen zu pedantisch, ne? Ist ja okay so. Jetzt weiß ich noch nicht, eigentlich noch eine Etage, noch eine Stufe höher und hier auffüllen, entweder mit irgendwas oder was anderem. Ja. Okay, ich wollte mal ein bisschen hier so weitermachen, aber nach Creepern Ausschau halten. Ihr wisst ja, dass hier mal immer so irgendwelche aufdringlichen. Wird das schon wieder dunkel? Aber Mann, ich bin ja gerade erst rausgegangen. Das ist ja Betrug. Also die Reihe soll jetzt weg. Ja, und dann so diese Höhe und dann und so weiter, ne? So dachte ich. Ja, aber das bringt jetzt natürlich gar nichts. Da muss ich erstmal wieder reinlaufen. Bin ich ja völlig überrascht worden jetzt. Aber kein Timing mehr hier, kein Zeitgefühl. Was machen wir denn dann? Ja, gucken wir noch mal eben, was ist im Treppenhaus los? Hier noch ein bisschen weiter gucken. Ja, genau, Fackeln habe ich ja noch schon wieder gebaut. Also können wir hier auch ein bisschen weitermachen. Und diese normalen Fackeln, die müssen wir jetzt mal abbauen. Dann werden wir auch mal sehen. Und jetzt brauchen wir auch noch ein paar Stufen. Zwei haben wir jetzt dabei. Eine fehlt. Ja, das wird schummerig, aber ich glaube, es wird eigentlich noch reichen vom Lichtfaktor. Mal gucken hier. So, den Heini hier weg. Was ist das denn jetzt? Bin ich schon wieder irgendwo? Wo bin ich denn jetzt? Oh. Ja, gut. Interessant. Dann haben wir hier so einen Nebenausgang, aber das funktioniert nicht so gut. Ja, dann müssen wir eben hier auf diese Säule verzichten. Die lassen wir dann einfach. Lassen wir hier die Stelle zu. Na? Hänge ich hier mal so eine Fackel hin. Die einzelne Fackel, die wir dann da hinhängen, die können wir uns gut merken. Ah, es wird aber hier das gleiche sein, glaube ich. Das ist natürlich das Problem, wenn man nicht so richtig ausmisst. Ja, das geht natürlich nicht. Das geht natürlich so nicht. Nee, das geht nicht. Dann müssen wir auf diese eine Seite verzichten, wahrscheinlich. Nur den oberen Bereich. Und mal gucken, wie sich dann die Terrasse außen entwickelt und ob man dann hier vielleicht auch noch mehr so irgendwie was Luftiges noch reinbaut. Dass man wieder ein Stück abhackt. Jetzt hier diese Höhe müsste eigentlich wieder funktionieren. Ja, das sieht auch ganz gut aus. Ja, das ist da genau, da kommt ja oben dann was drauf. Dann ist das okay. Ach, so kann man das machen. So kann man das machen. So. Tschu. Haben wir denn hier noch eine Möglichkeit? Das geht doch auch noch gut. Und dann haben wir das doch schon bald durch. Ach, da war wieder eine Fackel von unserer tollen Beleuchtung. Ja, das war jetzt, was weiß ich, Kampfchinesisch oder sowas. Ja, das ist jetzt nicht so. Diese ganze Seite, wahrscheinlich will ich das alles wieder zumachen, weil das ja jetzt überhaupt nicht stimmig aussieht. Das sollte repräsentativ irgendwie rüberkommen und kannst du eigentlich vergessen. Na, das kannst du eigentlich vergessen. Obwohl, das ist ja nur dieser Raum, der ist ja eigentlich nicht so wichtig. Aber oben war es auch. Oh, da, ein bisschen schummerig hier.
Ach so, habe ich die immer gebaut. Die stehen direkt da drin, die Fackeln. Okay. Okay, dann habe ich das hier doch falsch gemacht, aber das lasse ich jetzt so. Insgesamt ist dieser Raum aber noch einfach zu dunkel. Man muss das einfach auch mal ehrlich aussprechen. Ja. Das ist zu dunkel hier. Vielleicht jetzt immer so. Zwei, da, so Dingens dazwischen hier so. Ja, da. Ich mag das ja nicht, ne? Hier sowas, das ist no go. Auf Neudeutsch gesagt. Ein Nicht-Geh. Ja, als. Ja. Vielleicht kann man nochmal von der Decke irgendwas runterbaumeln. Aber nee, sieht auf Glas nicht so gut aus. Okay, erstmal. Ja, das ist erstmal ein Schrittchen wieder. Ich laufe mal runter. Ah, mit Birkenholz habe ich doch irgendwas noch erzählt, ne? Dass man mit Birkenholz irgendwas hier, so wie hier. Auch die Teile hier, die muss ich mal wieder einsammeln. Besser ist das vielleicht. Was ist da eigentlich für ein Loch hier? Warum ist hier dieses Loch eigentlich? Das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen. Jetzt mache ich das mal zu. Ich hoffe mal, das war nicht wichtig. Ja, insgesamt sind die Räume noch zu schummrig, aber gut. An Beleuchtung hapert es halt ein bisschen in Minecraft. Ne? Dass man jetzt so. Es ist halt alles nach Minen und nach Grotten und Höhlen ausgelegt. Und nicht nach irgendwelchen Prachtbauten, Lichtpalästen und sowas. Zombies da draußen. Ja, soll ich die Ecke jetzt abreißen? Ich glaube, schöner sähe es aus, ne? Ich mach das jetzt einfach. Wenn wir nochmal einen Creeper fangen wollen, dann, ja, der Herrgott, ne? Dann fangen wir schon einen. Kann jetzt erstmal hier alles weg. Und dann sehen wir auch gleich, dass das irgendwie hübsch aussieht, wenn da nicht so viel Trouble ist. Oh. Erstmal eben was hinstellen. Hier auch, denn die Fackel hauen wir auch gerade weg. Na, genau. Ja. So kommt man an Koppelstein. Na, das ist eine Koppelsteinfarm hier. Nee, das ist aber wirklich in der Tat ein guter Trick, ne? Wenn man so anfängt. Baut euch da einfach, wie ich das ja auch in der ersten Nacht immer mache. Eine kleine Höhle in den Berg. Da braucht man keine Hütte bauen und Schutzhütte und Palaver machen. Ne, die baut man sich mal, was weiß ich, vier Blöcke in den Berg und stellt sich rein und macht vorne wieder einen vor. Und dann gräbt man so ein bisschen in die Seiten, so dass man mehr Platz hat und eventuell sich in der Ecke stellen kann, wenn von draußen ein Skelett reinschießen möchte. Und da braucht man keinen Hallas machen irgendwie. Und das hat den Vorteil, wenn du im Berg bist, ja, dann so wie hier, haben wir auch im Berg gebaut. Du musst ja die ganzen Räume freischaufeln und erhältst dadurch automatisch so beim Häusle bauen auch direkt ganz viel Rohstoffe. Du findest ja dann unterwegs auch Kohle und du findest auch wahrscheinlich Silber und du findest auch ja vor allem Steine ohne Ende. Ne? Die auch noch hier. Das auch noch. Die Lage hier. Ach, jetzt sind wir dabei, jetzt machen wir das auch. Ja, und das ist das Schöne. Wir haben dann praktisch was gebaut, wo wir drin wohnen und wo wir uns ausrichten und einrichten können. Und gleichzeitig aber die Kisten voll mit Material, ne? Und das ist vorteilhaft. Ein guter Anfängertipp. Brauchen wir hier noch ein bisschen. Nun denn, ich sehe, die Zeit des Videos ist jetzt abgelaufen. Ich mache hier noch ein bisschen weiter, irgendwie gucken. Und freue mich aufs nächste Mal, wenn ihr wieder dabei seid, ne, bei Wir spielen Minecraft von minenarbeit.de präsentiert. Wie immer von eurem Vorbuddler. Und gut's Nächtle dann jetzt.